Ja, wir sind in die Namib reingefahren, eines meiner absoluten Lieblingsgebiete in Namibia. Ich liebe die Wüste, ich liebe die Stille in der Wüste und eigentlich wollten wir an dem Tag nur in die Wüste fahren. Mehr war eigentlich nicht mehr auf dem Programm gestanden. Doch dann hat Monika, unser Guide, eine coole Idee gehabt, nämlich seit neuestem wird dort auch ein Helikopterflug über die Wüste angeboten. Und ja, kurz entschlossen haben wir also alle einen Heliflug gebucht und ich muss sagen, auch ein grandioses Erlebnis. Ich konnte nicht viel mitfilmen, ich blende euch gerade mal ein paar Bilder ein, aber es war unfassbar. Ich bin ja bisher mit dem Luftballon über die Namib geflogen, mit dem Flugzeug über die Namib geflogen. Heli ist ein bisschen als eine Mischung aus beiden. Man hat deutlich mehr Zeit zum Fotografieren und kann die Bilder bewusster aufbauen, kommt aber natürlich deutlich weiter als mit einem Heißluftballon. Also hat alles irgendwo seinen Reiz, war ein tolles Erlebnis und am nächsten Tag ging es dann ab mit dem Ballon in die Luft. Und wie im letzten Jahr war es für mich ein ziemlich atemberaubendes Erlebnis, dass man da hochfährt in der Stille und die Sonne kommt hinter den Dünen vor. Das ist einfach grandios und deswegen will ich gar nicht viel erzählen. Einfach die Bilder anschauen. Hatte ich euch, glaube ich, nicht zu viel versprochen mit dem Ballonflug. War aber noch nicht genug für den Tag. Wie auch letztes Jahr habe ich dann meine Jungs auch dieses Jahr mitten in der Mittagssonne in die Wüste geschickt. Genauer gesagt sind wir ins Dead Flay gefahren. Und auch dieses Mal war es wieder eine gute Idee. Denn wir hatten das Dead Flay für uns alleine, zumindest am Anfang. Später sind dann noch ein paar Leute dazugekommen. Anscheinend haben die letztes Jahr alle meinen Blog gesehen und haben mitbekommen, dass es nachmittags ganz cool ist, reinzufahren. Was nämlich einfach leerer ist, wenn morgens fahren die Karawanen rein. Die haben wir vom Ballon aus gesehen, unfassbar. Ja, also Dead Flay für mich auch eins der Highlights an der Namibia-Reise. Die toten Bäume in der Lehmpfanne, rote Düne dahinter. Was soll ich sagen? Einfach nur cool. Und damit der Tag auch nicht zu früh endet und nicht zu wenig drin ist an der Ballonfahrt und der Fahrt ins Dead Flay, haben wir abends noch ein bisschen Astrofotografie betrieben, denn wir hatten genau 2 Tage Zeit, um die Milchstraße zu fotografieren. Sie liegt sehr knapp am Horizont jetzt zu der Jahreszeit und geht dann auch relativ schnell unter. Und aber es hat
hat geklappt und alle Teilnehmer haben tolle Aufnahmen von der Milchstraße geschossen und eins blende ich euch hier gerade mal an. Thank you.